Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade an der Nordschleife für Karfreitag. Wir sind hier mit einigen Autos runtergefahren. Es ist recht windig, es hat aber ein paar mega coole Autos. Schmie ist auch da, finde ich richtig geil. Und ich dachte mir, ich werde euch jetzt einfach ein bisschen mitnehmen und euch ein bisschen von dem Ganzen zeigen, soweit ich kann. Tag 2, es ist immer noch sehr windig, ich hoffe, ihr hört mich. Es läuft aber auf jeden Fall viel, viel mehr als gestern an Karfreitag. Das Wetter ist auch schon viel, viel besser und es hat viel, viel mehr Sportwagen, was ich super finde. Es sind jetzt wahrscheinlich alle Supercars unterwegs, die gestern einfach nicht im Regen fahren wollten. Auf der Strecke läuft auch viel mehr, es hat zum Glück nicht mehr so viel Stau. Also heute auf jeden Fall ein besserer Tag. Ich werde heute auf jeden Fall bessere Autos für euch filmen können und wahrscheinlich auch mehr Autos als gestern. Also ihr dürft euch sicher freuen. Wahrscheinlich werden wir auch noch eine Runde drehen mit den Autos auf dem Nürburgring. Für mich das erste Mal. Ich bin sehr gespannt. Wenn nicht heute, dann wahrscheinlich morgen oder am Montag. Mal schauen. Heute am Nürburgring. Wir werden heute ein bisschen ein ausführlicheres Video machen mit dem
M3 E92. Ich freue mich mega auf das Auto. Ich finde nämlich das Auto mega, mega toll. Vielleicht werden wir noch am Nachmittag mit dem E36 eine Runde fahren gehen. Mal schauen, was wir heute noch so machen. Aber eigentlich ziemlich ruhig. Bis jetzt bin ich mega Fan von dem Ganzen. Es hat nicht mehr so viele Autos unterwegs. Und wenn, dann wirklich eigentlich mega coole Autos. Also von dem her passt das Ganze ziemlich gut. Wechseln mal den Hintergrund, und zwar sitze ich bereits schon zu Hause. Wir sind heute Morgen ziemlich früh losgegangen und ich habe gedacht, wahrscheinlich ist es für euch nicht wirklich allzu interessant zuzusehen, wie wir einfach nach Hause fahren. Aus diesem Grund habe ich euch diesen Teil gar nicht mit reingeschnitten ins Video. Ich fand das Ganze ziemlich cool. Hat mich mehr gefreut, dass ich da mal dabei sein durfte an Karfreitag, einfach allgemein über Ostern am Nürburgring zu sein. Für mich war es ja auch das erste Mal. Ich muss sagen, ich habe mega Respekt vor der Strecke, weil die Strecke ist schon mega heftig. Hätte ich nicht gedacht, es geht unglaublich rauf und runter und hat unglaublich krasse Kurven zum Teil. Ja, aber ist ja bekanntlich auch eine der schwierigsten Strecken der Welt und die längste Strecke. Mein Gott, ich war noch nie so lange auf einer Strecke. Ich habe gedacht, das nimmt kein Ende mehr. Aber auf jeden Fall mega coole Erfahrung. Ich hatte auch mega coole Leute dabei. Das hat einfach alles mega gepasst. Also ich bin mega happy mit dem Weekend. Ich hoffe, ich konnte für euch ein bisschen etwas filmen. Es tut mir mega leid für all die Windgeräusche und alles, was in dem Video zu hören ist. Aber wir hatten echt scheiß Wetter. Das muss man wirklich sagen. Es hat sogar noch gehagelt. Ja, bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ach, das nächste Video wird mit dem blauen E92 sein, also mit dem M3. Und zwar habe ich den etwas ausführlicher für euch gefilmt, weil das Auto ist wirklich ziemlich, ziemlich cool. Also dürft ihr euch auf das Video auf jeden Fall freuen. Und ich bedanke mich noch einmal fürs Zuschauen und bis bald.